Also ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und dass ihr da seid. Das ist richtig toll, vor allen Dingen jetzt auch nach der Clarissa-Folge, muss man ja auch sagen. Denn vielleicht haben Sie sie wiedererkannt, das ist die Clarissa Salome Kammer. 30 Jahre später. Ja, lieber Herr Reitz, die zweite Heimat, fangen wir vielleicht damit an, das ist ein Begriff, der ist natürlich auch doppeldeutig, weil es ist natürlich bei Ihrem Werk die zweite Heimat. Es gab ja Heimat davor, was quasi die erste Heimat ist. Und die zweite Heimat gibt es ja auch im Sprachgebrauch. Also das ist etwas, wo man vielleicht eine neue Heimat findet. Wie kam es zu dieser Auswahl? Das hat auch viel Verwirrung gestiftet, weil man kann so einen Begriff nicht übersetzen in andere Sprachen. Und die Heimat 1, wie wir sie heute nennen, war ja ein großer Erfolg weltweit und überall wartete man jetzt. Und mit dem Begriff die zweite Heimat, den man überall als Heimat 2 interpretierte, erwartete man sozusagen eine Fortsetzung der Geschichte in Schabach. Dass der Film nun die Geschichte von Hermann erzählt und gleich zu Beginn aus Schabach weggeht und gar nicht mehr wiederkehrt und die Welt von Schabach, die so den Menschen ans Herz gewachsen war, fehlte auf einmal. Das war eine Nebenwirkung dieses Titels. Aber ich erinnere mich, beim Drehbuchschreiben kam mir irgendwann dieser Gedanke, dass es ja im Sprachgebrauch im Deutschen diesen Begriff gibt, die zweite Heimat, die selbstgewählte, persönlich gewählte, mit Wahlverwandtschaft von Goethe gibt es ja auch das Thema der Wahlverwandtschaft, also dass sozusagen die selbstgewählten menschlichen Bindungen eine größere Tiefe noch haben als die Blutsverwandtschaft. Und das sollte das Thema werden. Und da erinnere ich mich, dass als ich eines Tages diesen Begriff die zweite Heimat auf ein DIN A4 Blatt malte und an die Wand pinnte, und immer wenn ich daran vorbeiging, hat es mich daran erinnern sollen, wie das Zentrum dieser Erzählung werden wird. Also, danke. So viel zu diesem Titel. Salome, deine Heimat ist tatsächlich im Hessischen, habe ich auch nochmal rausgefunden. In Nidda geboren und in Frankfurt zur Schule gegangen, so wie ich das gesehen habe. Mit 8 Jahren bin ich nach Frankfurt unter Liedelbach gezogen. Was bedeutet es denn, hier seine Heimat zu haben? Also damals war das Filmmuseum noch am Römerberg und da habe ich dann so Filme wie La Maman et la Putain gesehen und war aber hauptsächlich in diesem Vorort in Frankfurt-Höchst bin ich zur Schule gegangen. Bis zum Abitur und dann habe ich meine zweite Heimat in der Welt gesucht. Und das würde mich jetzt auch interessieren. Also gibt es überhaupt mehrere Heimaten? Weil eigentlich könnte man ja auch so definieren, dass es da, wo man herkommt und was einen geprägt hat, diese zweite Heimat, ist das überhaupt möglich oder ist das einfach nur ein anderer Ort? Also für mich ist Frankfurt unter Liedelbach nicht mehr meine Heimat. Es ist mir ein bisschen fremd geworden, obwohl auch das Haus, das Pfarrhaus in der Wartburgstraße noch steht, aber es ist auch ein ganz anderes Haus. Und wenn ich da rumlaufe und so, hat sich sehr, sehr viel geändert, obwohl die Straßen alle noch so heißen wie früher. Aber meine Heimat ist jetzt München, also seit 30 Jahren. Also wir haben natürlich sehr viel nachgedacht und philosophiert über das Wort Heimat und die tiefere Bedeutung oder die Nebenbedeutung, die es hat. Es ist im Deutschen mit dem Wort Heimat auch immer etwas Wehmütiges verbunden, sozusagen der Verlust. Es ist mit einer Verlusterfahrung verbunden und das hat damit zu tun, dass Heimat doch im Wesentlichen die Welt der Kindheit ist. Und die Kindheit verlieren wir immer. Es ist auch ein Unschuldverlust, der damit verbunden ist. Und deswegen ist diese Vision Heimat für immer oder als fester Besitz ist eine Illusion. Und als Menschen können wir gar nicht anders, als auf der Suche nach der zweiten Heimat zu sein. Das ist nämlich die Welt, die wir selbst gestalten können, die wir selbst durch unsere Bindungen und durch unsere Treue und durch unsere Arbeit formen. Während die angestammte Heimat können wir nicht wählen. Wir können unsere Eltern nicht wählen. Wir können nicht bestimmen, wo wir geboren werden,
wo wir unsere Kindheit verbringen, das ist alles jenseits unseres freien Willens. Und als Menschen brauchen wir die Erfahrung der Freiheit. Und die Freiheit ist einfach in dieser Suche nach einer zweiten Welt, in die wir selbst gestalten, viel mehr zu verwirklichen. Muss also man die so Heimat sehe ich denn auch das, verlassen ja. haben, um sie wertschätzen zu können überhaupt, habe ich mich gefragt. Muss man die Heimat verlassen haben, um sie wertschätzen zu können? Ja, das ist das, was fast immer passiert. In der Erinnerung wird die Heimat oder die Welt der Kindheit vergoldet. Und die schlimmsten Leute sind die Heimkehrer. Die Heimkehrer sind ja sauer, wenn irgendwas sich verändert. Sie wollen die Butzenscheiben sehen und sie erwarten, dass ihre Pantoffeln noch vor dem Bett stehen, wenn sie nach Hause kommen nach 50 Jahren. Sie gönnen sozusagen ihrer eigentlichen Heimat gar keine Entwicklung. Sie fahren morgen in den Hunsrück. Was erwartet Sie da? Eine moderne Welt, die nichts zu tun hat mit Schabach. Klar. Aber meine Erfahrung mit Unterliedebach war, dass ich, als ich viel später wieder zurückkam, war die Welt dort so eng und so, wie ich das überhaupt nicht empfunden habe, als ich als Kind war. Diese Gassen und ja, irgendwie war das dieses Dörfliche von Unterliedebach, habe ich als Kind gar nicht so wahrgenommen. Kommen wir ein bisschen zum Film. Was tatsächlich ja sehr besonders ist, ja, das waren über 5 Jahre Arbeit, die da drin stecken in diesen 13 Filmen, die zusammen diese zweite Heimat ergeben. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann man sich das vorstellen, dass man ein Team überhaupt so lange zusammenhalten kann und auch SchauspielerInnen so binden kann. Erzählen Sie uns mal vielleicht ein bisschen, wie überhaupt dieser Prozess ist, dass man die Menschen alle überzeugt kriegt, dann da sich so lange zu binden. Magst du was sagen? Ich kann erstmal was erzählen, was Sie kaum glauben werden, dass wir in der Phase der Besetzung, ich war relativ früh schon gesetzt als Clarissa und es dauerte fast ein ganzes Jahr, bis diese ganze Schauspielertruppe zusammengesetzt war mit diesen wirklich starken Charakteren. Und innerhalb dieses Jahres hatten 2 Schauspieler die Rolle des Hermann abgelehnt. Das heißt, die konnten sich nicht vorstellen, so lange sich zu binden. Das ist für einen jungen Schauspieler, der viel Verschiedenes ausprobieren will. Damals wusste man nicht, ob das 4 Jahre dauern wird, aber auch 2 Jahre wäre denen zu viel gewesen. Und dann war eben der dritte und unser Glücksfall war dann Henry Arnold. Der Hermann. Ich würde sagen, 6 Wochen, so vielleicht ein normales Set wahrscheinlich von der. Ja. Also es war für uns alle miteinander eine Erfahrung, die wir noch nie gemacht haben. Wir haben uns zunächst einmal vollkommen grenzenlos hingegeben an den Stoff und an die Situation. Wie Salome gerade berichtete, waren Probeaufnahmen oder das Casting dauerte ein ganzes Jahr. Und immer wieder wurden neue Kandidaten getestet, weil es war mir auch wichtig, dass ein Ensemble entsteht. Nicht nur, dass die einzelnen Figuren, die einzelnen Charaktere richtig besetzt sind, sondern dass sie auch miteinander und untereinander funktionieren. Also dass sozusagen eine Kooperationsstimmung entsteht innerhalb dieser Besetzungsgruppe. Und das dehnte sich dann auch natürlich aus auf das technische Team. Und weil die waren alle schon dauernd bei den Probeaufnahmen und bei dem Casting anwesend und so ist das Team auch zusammengewachsen. Wir wussten selber nicht, worauf das hinausläuft. Es hat in diesen 5 Jahren, die Sie gerade zitiert haben, 2 größere Unterbrechungen gegeben, weil auch das Drehbuch gar nicht fertig war für 13 Folgen. Man kann sowas gar nicht im Voraus schreiben und festlegen. Kein Produktionsteam ist in der Lage, einen Drehplan für 5 Jahre zu machen und festzulegen, ob für jeden Tag was in dieser Zeit gemacht wird. Bei einer normalen Spielfilmproduktion ist jeder Tag
vorher fest geplant. Für jeden Tag sind alle Personen und alle Szenen, die gedreht werden, festgelegt, fast auf die Minute. Und bei so einem Werk, das insgesamt 26 Stunden Filmlänge hat, kann man das nicht. Da verwandelt sich die Arbeit in das Leben. Irgendwann hat man nicht mehr das Gefühl, wir arbeiten, sondern das ist unser Leben, diesen Film zu machen. Und so entstand diese Stimmung auch. Ja. Es gab zwei große Pausen. Die erste war nach der Folge 5 und dann haben wir einen Kameramannwechsel gehabt und dann wurde bis zur Folge 8, die jetzt als nächstes kommt, gearbeitet. Und dann hat der Edgar, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr wieder geschrieben und kannte alle Schauspieler und hat mit denen auch zusammen die Weiterentwicklung der Figuren vorangetrieben. Also so eine Figur wie Renate, die war am Anfang einfach eine kleine Nebenrolle und die zieht sich bis zur letzten Folge durch und das sind alles Ideen, die die Schauspielerin dann reingebracht hat. Auch so jemand wie der Juan, der Daniel Smith, der war am Anfang noch gar nicht so charakteristisch und was der alles dann mit den Händen und mit Akrobatik und sonst was macht, das hat er angeboten während der Arbeit und das wurde dann immer mehr in das Drehbuch integriert. Und ich finde, das ist auch total exemplarisch dafür. Man muss sich vorstellen, heute kennen wir die modernen Netflix-Serien und dergleichen, das sogenannte horizontale Erzählen und ich würde sagen, hier sitzt der Mann, der es erfunden hat. Also das gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in dieser Form nicht, dass man wirklich so in die Breite und auch bei den Nebenfiguren in die Tiefe mit unterschiedlichen Strängen agiert. Ja, das war ja natürlich das andere Thema. Es gibt eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte vorher ein paar Jahre vor der Heimat diesen Film Der Schneider von Ulm gemacht. Da hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis. Als wir von den Dreharbeiten zurückkehrten, gab es eine Vorführung des gesamten Materials, was wir produziert hatten. Und diese Vorführung dauerte über 10 Stunden. Also über 10 Stunden Material hat man gemacht. Während dieser Vorführung des Materials waren alle Anwesenden, es waren natürlich Mitarbeiter, aber auch beratende Freunde, fasziniert von der ersten bis zur letzten Minute. Das war ungeschnittenes Rohmaterial. Und als der Film geschnitten war, wurde er ein großer Misserfolg. Dieses Material, das ins Uferlose strebte, weil es im Grunde auch bereits ein episch gedachtes Material war, wurde einer dramatischen Dramaturgie unterzogen. Und damit wurde der Film nicht kürzer, sondern von der Empfindung der Zuschauer aus länger. Das waren dann plötzlich die 2 Stunden, die der Film am Ende war, wurden als endlos lang empfunden, um nicht zu sagen langweilig. Wenn man aber dem Zeitgefühl nachgibt, wenn man das natürliche Zeitempfinden der Zuschauer und die Erzählzeit in eine Harmonie bringt, spielt auf einmal die Zeit eine ganz andere Rolle. Und das ist etwas, was es in der Literatur schon seit Jahrtausenden gibt. Wir kennen in der Literatur viele Formen, die ganz kompakte der Lyrik, die dramatische der Novellistik, sagen wir mal, oder des Dramas, der Theaterliteratur, aber auch das Epos. Und das große, romanhafte Epos, was zum Beispiel so große Romane wie Krieg und Frieden oder Buddenbrooks und so weiter oder das gesamte literarische Werk von Marcel Proust, das ist die reine Epik. Und das war immer sozusagen mein großes Vorbild. Und jetzt war natürlich die Frage, gelingt uns das im Film? Die Premiere war eine so grauenhafte Zitterpartie für uns alle miteinander, weil wir zeigten den Film am Stück in 4 Tagen und wir dachten, was passiert mit dem Publikum? Da war der Saal voll, wir haben im Münchner Prinzregententheater die Premiere gemacht, da waren über 1000 Menschen gekommen und es gab Wetten, wie viele sind noch da nach 26 Stunden? Und die besten Freunde sagten vielleicht 10.
Und am Ende hatten wir den Saal immer noch voll. Und ich kann auch nicht wirklich sagen, wie man das macht. Es gibt eine innere Spannung, die so eine Sucht erzeugt. Eine Sucht nach immer wieder neuer Begegnung mit den Figuren. Und die Erzeugung dieser Gefühle, glaube ich, das war das Entscheidende, was wir in diesen 5 Jahren herausgefunden haben. Was dann ja auch beim Filmfest in Venedig nochmal mit dem Sonderpreis direkt dann auch ausgezeichnet wurde und auch dort ein voller Erfolg war. Die Italiener lieben sie ja total bis heute, reden wir noch später vielleicht drüber. Bevor sie auch gleich Fragen stellen können, natürlich auch noch zur Clarissa Lichtblau. Das ist ja deine Folge, kann man wirklich sagen. Und ich fand es eben auch nochmal spannend, der Musil Mann ohne Eigenschaften, der wird ja da auch direkt sogar noch von ihr gelesen und da erörtert sie ja quasi auch die Parallelen so ein bisschen schon. War das so, dass ihr auch anhand dieses Romans schon vorher ein bisschen an deiner Figur gearbeitet habt? Oder wie ist die Clarissa entwickelt worden? Erstmal vielleicht sagen wir mal. Naja, bei Mosel gibt es eine Figur, die heißt Clarissa. Klar. An sich ist der Roman nicht Vorbild für diese Figur, okay. Überhaupt nicht. Das wird hier nur zitiert, weil eben da eine Clarisse vorkommt. Ja. Das ist auch nicht Clarissa. Ich denke, also Edgar hatte schon eine Idee von einer Figur, auch von einer Cellistin. Und die Details dieser Figur haben wir eigentlich erst entwickelt, als ich dann mit ihm ins Gespräch kam. Also die Vorlage war schon vorhanden, aber auch die Weiterentwicklung, was jetzt ab Folge 11 oder so kommt, dass die Clarissa auch das Cello in die Ecke steckt, weil sie es doch nicht so liebt und dass sie sich auch so emanzipiert. Das ist natürlich dieser Zeit damals geschuldet, aber auch meiner persönlichen Entwicklung, dass ich dann auch Sängerin wurde statt Cellistin. Ja. Ich finde es auch so spannend. Ich meine, wir sind im Jahr 1963 jetzt gerade gewesen und das ist eine total moderne Frau und überhaupt viele der Frauenfiguren wirken quasi feministisch modern in der Lesart, zumindest in großen Teilen. Also das finde ich hochspannend. War das ein Anliegen auch? Habt ihr darüber geredet? Also Edgar ist ja ein Meister von Frauenporträts, würde ich sagen. Man glaubt ja gar nicht, dass das ein Mann geschrieben hat. Also die Frauen sind in dem Film hier eigentlich stärker als die Männer. Und das ist ja eine Freude, denen zuzugucken. Ja, das war eine meiner wichtigsten Lebenserfahrungen bis damals und bis heute eigentlich nicht wirklich widerlegt. Das Entscheidende an den Frauenkarrieren ist die Flexibilität, die Fähigkeit, auf Situationen des Lebens immer neu zu reagieren. Während wir Männer, wir werden eigentlich erzogen, unser Leben als Einbahnstraße zu planen. Und das ist, was wir auch wirklich tun. Aber diese Einbahnstraße wurde uns immer als Ideal verkauft, als konsequentes Durchführen einer bestimmten Idee im Leben. Und solche Ideen haben etwas Monströses. Es gibt keine Wahrheit, die fürs ganze Leben gilt. Und dieses Männerideal hat mir nie wirklich eingeleuchtet. Wie kam das damals an? Also ich meine, gut, es war jetzt in den 90ern, aber wurde das auch schon da? Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Geschichte, die da erzählt wird, in der zweiten Heimat spielt in den 1960er Jahren, gedreht in den 90ern. Das heißt, es ist 30 Jahre später, das ist ein historischer Film. Es ist ein Film, der den Rückblick in eine Zeit von 30 Jahren vorher versucht. Und alle die Gedanken, die darin vorkommen, werden sozusagen aus der großen Diskussionsatmosphäre der 1960er Jahre hergeleitet. Und die sexuelle Emanzipation, vor allem der Frauen, spielte eine wahnsinnig große Rolle. Ich glaube, die ganze
Emanzipationsdiskussion, die wir heute haben, hat ihre Geburtsstunde in den 1960er Jahren. Naja, aber Entschuldigung, hier in dieser Folge 7, wo man dann noch den Folgen der Abtreibung nachhängt, da sieht man auch, dass zu dem Zeitpunkt das Problem bei den Frauen wirklich noch enorm war. Also die Pille war ja noch nicht so erfunden. Ich glaube, später kommt es mal, dass die Renate sagt, habe ich sie jetzt genommen oder habe ich sie nicht genommen oder irgend sowas. War das jetzt schon in der Folge? Ja, war schon. Also die war eine der ersten, die sie genommen hat, aber Clarissa offensichtlich nicht und Schnüsschen dann auch nicht. Und also wir haben eine völlig andere Situation gehabt in den 90er Jahren schon. Also die ganze Emanzipation, der sexuelle Befreiung der Frau konnte nur passieren mit der Pille. Gleichzeitig ist es noch ein Generationenkonflikt, wenn die Mutter dann immer noch sie als Mörderin, also das finde ich ja immer noch eine der krassesten Situationen, da am Bett sitzend sie beschimpft. Ja. Ja, vielleicht darf ich noch ein Wort zu dieser Weihnachtssequenz sagen. Also in der deutschen Kultur spielt Weihnachten eine ganz besondere Rolle. Weihnachten ist sozusagen die Familienneurose par excellence. Alle großen enttäuschten Erwartungen sind sozusagen in der Weihnachtsgeschichte konzentriert. Und mich hat es immer interessiert, die große Weihnachtslüge zu verfilmen. Und was hier stattfindet, ist eine Parallelgeschichte. Die Parallelgeschichte von Stefan und Helga zu Weihnachten und Clarissa im Krankenhaus. Und die Sequenz von Clarissa im Krankenhaus ist sozusagen meine filmästhetische Lieblingssequenz des gesamten Werkes. Warum? Weil da so viele Ebenen miteinander gemischt werden. Also sie liest Musil, sie liest über die Augenfarbe, ihre eigenen Haare hängen mit ins Bild. Die Schrift des Romans wird sozusagen mit ihren eigenen Haaren verbunden. Gleichzeitig gibt es diese Wöchnerin im Zimmer, die das große Familienglück über das neugeborene Kind mit den Geschwistern, die zu Weihnachten kommen und ihre Geschenke und dieses kleine Blechautochen oder Fahrzeug, was am Boden umher saust, dass die Töne des Säuglings und dann diese... Und dieser Engel, diese... Dieser Engel im Flur. Diese Schwester. Da haben wir diesen Blick in den Krankenhausflur. Minutenlang passiert nichts und dann kommt die Nachtschwester mit Engelsflügeln und überquert den Flur und verschwindet im Zimmer gegenüber. Das ist sowas von schräg. Natürlich auch, dass Clarissa dann entschließt, ihre Haare abzuschneiden. Diese Haare sind während dieser schrecklichen Zeit gewachsen. Sie will sozusagen das, was ihr Körper in dieser Zeit mit ihr gemacht hat, abschneiden. Parallel dazu diese Situation in den Bergen mit dem Paar, die nicht wollen, was sie wollen, diese verklemmte Sexualität von Helga und Stefan, die sich in Gewalt äußert am Ende und das Ganze mit Weihnachtsmusik überladen. Das ist sozusagen eine so süße, giftige Mischung von Bildern und Empfindungen, das ist sozusagen meine Lieblingssequenz. Das ist klasse und ein Applaus wert. Und ich finde es klasse, dass Sie sich im August einen Weihnachtsfilm angeschaut haben gerade. Wenn es Fragen gibt, also vielleicht nur ein Thema vorweg, das möchte ich für den zweiten Part, weil wir haben ja das Glück, noch nach der 8. Folge dann auch nochmal zu sprechen. Da werden wir dann auch noch über die Restaurierung reden. Also das Thema würde ich jetzt an der Stelle gerade mal ausklammern. Aber wenn Sie Fragen haben, komme ich mit dem Mikro kurz zu Ihnen.
guten Abend. Vielen Dank, dass Sie das Wunderwerk geschaffen haben. Ja, nehmen wir meins. Das habe ich schon gemerkt. Ja, viel zu leise. Entschuldigung. Wir tauschen. Ganz entspannt, ja. Vornherein. Okay, also jetzt bin ich da, ja. Vielen Dank für dieses Meisterwerk. Ich hänge mich mal jetzt auf an Ihrer Äußerung, diesen Film jetzt, den wir gerade zu Weihnachten gesehen haben, als Lieblingsteil einzusehen. Ich habe gestern den Film Kennedys Kinder gesehen und mir gefällt der bisher am besten. Und ich wollte fragen, ob ich annehmen darf, dass diese Grautöne, die durchgehaltenen Grautöne und diese vielschichtigen Schmerzen, die gezeigt werden, parallel zu dem tatsächlichen Mord an Kennedy, gefärbt sind von ihrer eigenen Betroffenheit. Das kommt mir so vor, als sei das so eine Analogie. Also, es gibt eine merkwürdige Koppelung unserer Erinnerung an historische Ereignisse. Wenn bestimmte Dinge von großer gesellschaftlicher Tragweite passieren, erinnern wir uns manchmal an Details, die wir garantiert vergessen hätten. Der Tag von Kennedys Ermordung, das war, wenn ich recht erinnere, der 23. November 63. Ich lebte in München und um die Zeit, wo diese Meldung durchkam, das war so etwa gegen 18 Uhr, hatten wir einen Graupelschauer auf der Straße. Und dieses Wetter und diese Feuchtigkeit ist mir unvergesslich und verbindet sich immer mit dem Tod von Kennedy, obwohl das Ganze in Dallas im Süden der Vereinigten Staaten bei schönstem Sonnenschein stattgefunden hat. Also für mich ist das Münchner Wetter mit dem Mord an Kennedy wie engst verbunden, obwohl historisch gesehen da gar keine Verbindung besteht. Aber so was Ähnliches passiert auch, wenn man so ein Element im Film aufgreift. Man erzählt die Geschichte und da kommen diese eigenen Bilder zum Vorschein. Also das, was sie die graue Welt nennen, das ist natürlich selbst erfahrene Stimmung. Ja. Gibt's weiter? Im Drehbuch stand eben grauer Novembertag. 2 Monate lang haben wir das gedreht, und zwar Januar, Februar, und es war ganz oft strahlender Sonnenschein, und dann mussten wir massenweise Wasser mit einer Regenmaschine runter. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass oft regnet und trotzdem blauer Himmel ist. Also, aber ich glaube, es ist fast alles in Schwarz-Weiß, weiß nicht mehr genau. Ja, hier ist die nächste Frage. Ich habe zwei, erstmal eine Bemerkung. Sie haben gesagt, also Heimat und zweite Heimat, das wäre ein deutsches Wort, das sich nicht in andere Sprache unbedingt übersetzen oder so. Und ich musste an meine Geschichte denken. Ich komme aus Bagdad, Irak, und kam Ende 69, 70 nach Hamburg, lebte ich 4 Jahre, dann kam ich nach Frankfurt. Und ich nenne immer Hamburg, sage ich, meine zweite Heimat. Also das kennen auch viele natürlich, die, also das wollte ich sagen, gibt es nicht nur in der deutschen Sprache oder das Gefühl mindestens. Also nur so erstmal viel mehr dazu ein.
Und dann eine vielleicht auch eine allgemeine Frage, Literatur und Film. Also mir scheint, dass Sie sehr viel literarische Dinge in die Filme integriert haben, durch Lesen etc. Und da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen naiv gedacht, aber es gibt viele Regisseure, die nicht so literarisch vielleicht versiert sind, was ich kann mir nicht vorstellen, dass Fassbinder so viel gelesen hat und dennoch hat tolle Filme gemacht. Also zudem, vielleicht können Sie etwas sagen, wie wichtig ist Literatur überhaupt für Filme machen? Also das war mal ein Traum meiner Jugend, Schriftsteller zu werden, und ich habe mich immer schriftstellerisch betätigt. Und die zweite Heimat, als das fertig war, hatte ich das Gefühl, die literarische Idee davon war noch ungesagt. Und ich habe das gesamte Werk nochmal als Buch verfasst. Das Buch gibt es. Die zweite Heimat ist damals in einem prominenten Verlag erschienen, ist leider inzwischen vergriffen, aber antiquarisch kriegt man es immer noch, hat über 1000 Seiten, ist ein gewaltig dickes Buch, das ich zum selben Stoff geschrieben habe. Das heißt, für mich war das Erzählen oder das Prinzip, das narrative Prinzip, das erzählerische Prinzip, das der Film immer wieder sucht, gleichzeitig auch eine literarische Vorstellung. Ich habe sozusagen innerlich gesprochen beim Drehen. Also für mich ist der Film eine andere Sprache. Film ist nicht eine bildnerische Kunst, sondern eine andere Sprache, eine Bildsprache für literarisches Erzählen. Dann ist hier die nächste Frage. Also erst wollte ich mich ganz herzlich bedanken für die zweite Heimat. Können Sie mich sehen? Hier hinten. Für meine Generation hat es letztlich viel auch von der Generation meiner Eltern, ich bin hier mit meiner Mutter, eigentlich eröffnet und verständlich gemacht. Insofern hat es diese Aufbruchstimmung der 60er Jahre mir sehr nahe gebracht, und das war sehr besonders, und dafür möchte ich mich bedanken. Ich habe zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Das eine ist vielleicht eine technische Frage. Ich weiß, dass Sie großes Interesse haben, historische Wirklichkeiten wiederzuschaffen und da sehr penibel und genau sind. Und ich würde mich interessieren, wie das jetzt auch dann aus den 90er oder 80er Jahren dann in der Rekreierung der 60er Jahre, was für eine Rolle das gespielt hat. Also wo man dann aufgepasst hat, oh, das passt hier nicht rein. Also einfach nur, was für eine Rolle hat das gespielt, dass man versucht hat, auch in der Darstellung und der Orte und in dem Suchen der Orte das wirklich zu rekreieren. Und die zweite Frage, wenn ich darf, ich weiß, es ist vielleicht immer schwierig, wenn man mit anderen verglichen wird, aber parallel zu der zweiten Heimat kommt ja Dekalog von Kieslowski auch raus. Und da gibt es auch eine sehr schöne Episode, wo er Weihnachten mit reinnimmt. Ist das jemand, der, oder wäre der Dekalog oder dieses Werk eine Sache, die Sie auch wahrnehmen, oder wo Sie einen Vergleich, das ist in vielerlei Hinsicht auch anders, aber wo Sie einen Vergleich zulassen würden? Also vielleicht zu der zweiten Frage kurz. Ich kenne das natürlich von Kieslowski und habe da eine gewisse kollegiale Parallelität empfunden. Aber mehr ist es auch nicht. Wir sind uns nie begegnet und es gibt auch keine spezifische gemeinsame Auseinandersetzung. Interessant ist Ihre erste Frage für mich. Das berührt im Grunde die Frage, wie erleben wir Menschen die Zeit? Im Grunde ist es doch so, alles was vergangen ist und jede Sekunde unseres Lebens vergeht die Zeit ja. Und die Zeit, die vergangene Zeit, ist nicht wiederherzuholen. Obwohl wir oft die merkwürdigsten Dinge anstellen, um die Zeit zu halten. Oder es gibt dieses sehnsüchtige Wort von Goethe, verweile doch, ja, dieses Bedürfnis,
Dinge, Verhältnisse oder Situationen des Lebens festzuhalten. Aber während wir das tun, zerrinnt uns das alles zwischen den Händen. Und die einzige Gewissheit, die es gibt, ist ja die Gewissheit, dass alles endlich ist und alles und irgendwann das Leben mit dem Tod endet. Also wir wären verloren, wenn wir nicht ein Wundermittel in uns besäßen. Und das ist die Erinnerung. Wir können uns an Vergangenes so lebhaft erinnern, dass wir die vergangene Zeit oder das vergangene Leben als Schatz mit uns herumtragen können. Und in diesem Sinne finde ich die Filmarbeit eine Hilfe oder sogar ein Trost, weil mit der Erfindung der Kinematografie ist es der Menschheit gelungen, wenigstens Bilder und äußere Eindrücke oder visuelle Eindrücke, auch akustische Eindrücke aufzubewahren, zu speichern und wieder abzurufen und wieder wiederholbar zu machen. Es gibt eine Äußerung des französischen Dokumentarfilmers, Okay. Wir rechnen es nach, sonst. Der gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die Menschheit erinnert hat, bevor es den Film gab. Und das können wir auch kaum mehr. Wie hat ein Mensch wie Goethe sich erinnert, der keinen Film hatte, keine Fotografie, wenn er seine Autobiografie, seine Frankfurter Jahre beschreibt, wenn Sie das in Goethes Dichtung und Wahrheit lesen, seine Jugend in Frankfurt, dann ist das so merkwürdig bilderlos und so merkwürdig unfilmisch, dass man sich fragt, der arme Goethe, wie konnte der sich so schwach erinnern? Der lebte halt in einer Zeit, wo es keinen Film gab und wo man diese Art des fotografischen Gedächtnisses oder auch des Gedächtnisses an Bewegungen und Äußerungen und Mimik und Tonfälle und Stimmungen und Licht nicht hatte. Also da ist etwas mit der Menschheit passiert, mit der Erfindung der Kinematografie vor etwa 120 Jahren. Ist etwas passiert mit uns allen, was alles verändert, was unser gesamtes Leben verändert, denn wir haben auf die Weise einen Besitz ergriffen, nämlich die Vergangenheit unseres eigenen Lebens können wir in einem viel umfassenderen Maße, als es die Menschheit je konnte, besitzen und benutzen und wiederholen und vor unserem inneren Auge immer wieder neu befragen. Und auch neu befragen, was will uns das erzählen, was schließen wir daraus. Also da sind unzählige Möglichkeiten. Da komme ich richtig ins Schwärmen, wenn ich über diese Frage nachdenke, weil da ist der tiefste Sinn, ein Filmemacher sein zu wollen. Denn da habe ich ein Wundergerät an der Hand, Zeit, mit der Zeit zu spielen. Die mörderische Zeit, die uns alle jeden Tag zwischen den Fingern zerrinnt, mit dieser Zeit können wir spielen, wir können sie umkehren, wir können rückwärts laufen lassen, wir können stillstehen. Stellen wir uns vor, die Zeit würde plötzlich stehen bleiben. Wie sähe das aus? Das sähe aus wie ein festgehaltener Film. Wir wissen sofort, wie das ist, weil das haben wir 100 Mal im Kino gesehen. Also mit der Zeit zu spielen, das ist die eigentliche Errungenschaft der Kinematografie für die Menschheit. Das ist so ein wunderschönes Plädoyer fürs Kino. Also vielen, vielen Dank hier im Filmmuseum. Und Zeit ist tatsächlich auch das Stichwort.
Aber das Schöne ist, das Verweile doch kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Nehmen Sie sich jetzt ein Ticket, falls Sie noch keins haben, jetzt auch für die 8. Folge noch holen, weil dann werden eben Salome und Herr Reitz nochmal hier vorne sein und auch nochmal für Fragen zur Verfügung stehen. Um 20 Uhr geht es für Sie weiter, deswegen wollen wir jetzt auch eben Pause machen, dass Sie nicht hier gänzlich erschlagen sind, können Sie sich am Café nochmal mit entsprechend Nahrung ausstatten. Und ja, erstmal nochmal großen Applaus. Edgar Reitz, Salome Kammer. Vielen Dank und bis gleich wieder. Applaus